reingelassen. Also Weimar? Also ich finde das langsam, das ist echt. Das sind, das ist, Weimar müssen Sie ja mal gucken. Ich weiß nicht, ich bin nicht so groß. Ich bin nur in Erfurt eingewiesen. Ich weiß nicht, wie in Weimar die Lage ist. Ich war gerade dort. Ich habe es Ihnen ja erzählt. Also, ihr habt ja einen Platzverweis gekriegt. Nein, wir konnten noch nicht mal rein. Wir wurden schon vor der Stadtgrenze. Ja. Ich auch, aber ihr habt keinen Platzverweis bekommen. Das ist völlig willkürlich, wie das gehandelt wird. Platzverweis gab es. Nein, wir haben vorher umgedreht, wir haben gar nicht, gefragt. Und wir haben gar nicht gewartet, bis wir da bei der Polizei angekommen sind, weil sie alle. Aber dann ist es doch Quatsch, wenn sie einfach. Aber wenn alle umdrehen, ist es Quatsch, wenn sie einfach sagen, ich habe gar nicht gefragt, sage ich, wurde abgewiesen. Ist doch einfach Quatsch. Ich frage Sie, ist das Demokratie, wenn die Leute nicht mal in die Nachbarschaft zulassen? Ja, genau, das ist Demokratie, weil es die Mehrheit nämlich genau so will und nicht das, was Sie wollen. Das ist Demokratie und. Keine Demokratie mehr. Das ist eine Scheindemokratie und eine Scheinrechtsstaat. Das sind ja ganz tiefe Worte. Ja, nee, Sie wissen doch, wie unsere Demokratie funktioniert. Ich weiß, wie unsere Demokratie funktioniert. Sie wissen, dass wir auch. Ich wäre ja noch nach Weimar reingefahren. Da war eine ganze Truppe von Leuten, die auch rausgefischt worden sind. Und denen war es aber zu heiß mit dem Platzverweis. Mhm. Ich meine, dann gehen sie in den Knast und 1500 Euro oder irgendwas. Ich wäre normalerweise reingefahren und habe mich dann doch entschieden, zurückzufahren. Jetzt klingelt es ja. Wir wissen halt nicht, was der Falsche hat gesagt, weil wir